Also ich gucke noch kurz, wie weit wir kommen mit den Fluid Storage Dingern. Diamantprozessoren, ja. Aber ich denke, das wird nicht allzu weit sein. So, die werden hoffentlich jetzt eingeschmolzen. Jo, werden sie. Prozessor, da ist er doch schon. So, bauen wir davon bitte 3 Stück. Und dann bauen wir bitte daraus ein davon. So. Und dann bauen wir daraus bitte. Er braucht schon mal diese komischen Tanks. Das ist. Bäh. Da, Quarz. Zestus-Tank. Dafür brauchen wir Quarzglas. Und für Quarzglas brauchen wir das. Was? Achso. So. Dich. 3 davon. 4K Storage Chip. Hä? Achso, Advanced Fluid Storage Cell Housing? Fluid Storage. Ach, man kann Chips bauen ohne einen Chip-Inhalt quasi. Das ist ja. Oh, okay. So, 5 verschiedene Flüssigkeitsarten, 4000 Bytes. Und ich lage mal die Flüssigkeiten aus. Und zwar dahin, mit der alle auf dem Haufen sind. Das müsste ganz kurz das Terminal hier verwirrt haben, weil das keine Lagerstelle hatte, aber das klappt schon. So. Jetzt haben wir 15 verschiedene Flüssigkeiten. Also wir haben noch 4 über. Was nicht so wirklich viel ist, aber ne. Oh, und Wasser haben wir, glaube ich, ein bisschen zu viel. Genau, wir können Wasser ausschalten. Klick. Gut. Und das Auge nimmt Form an. Genau. Also das ist jetzt die Unterseite vom Auge. Dann kommen hier noch überall diese Server-Racks hin. Und dann, ne? Passt das schon. So, Redstone. 29. Könnt noch was anderes machen. Weil ich finde die Nether jetzt nicht mehr so wirklich interessant. Ich glaube, ich gucke lieber mal ins Questbuch, was wir da noch so machen könnten. For the Hoarding. Was haben wir da? Automated Mining. Laser Drill Precharger und ein Laser Drill. Das ist sehr gut. Vor allem kriegt man als Reward auch den Laser Focus Red. Das sind die, die man braucht, um mehr Redstone zu bekommen. Wobei wir für das Ding eigentlich schon einen Reaktor bräuchten. Stimmt, Reaktor. Haben wir dafür eine Quest? Bestimmt. Go with the flow, nein. Steel Powered Flight? Nein. Das Ding haben wir doch schon gemacht. Steelworking in You. Das haben wir definitiv gemacht. Okay, machen wir es nochmal. Wir brauchten dazu ein Buch. Book. Gib mir ein Book. Ich glaube, das ging auch mit einfach nur ein Book. Sonst müssen wir das Materials in Meeting nochmal herstellen. Also dich weg. Buchrin. Seared Stone. Kablusch. Tada. Ich hätte gerne Graveyard Zoll, war das, ne? Das hatte ich schon mal gefragt. Warte. Warum haben wir das nicht im System? Also ich bin mir ziemlich sicher, wir hatten das Buch schon mal hergestellt, weil wir haben ja auch den Hochofen schon hergestellt und so weiter. Das heißt, wir haben die Belohnung dafür auch schon bekommen. Aber wo ist das? Ich sollte übrigens das alles mal ins ME-System schmeißen, fällt mir gerade ein. Ja, gib einfach alles her. Wenn wir keinen Platz mehr haben, später bauen wir einfach mehr Chips. So. Weg, 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 weg. Du nicht. Weg, 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 weg. So, lauter komisches Zeug. Also okay. Du auch weg.
mache einfach die Sachen, die ich behalten will, hier unten in die Reihe hin. Uch. Ja, okay, das mache ich später. Also ja, wir dürften das eigentlich schon bekommen haben, das Graveyard-Soil. Ah ja, keine Ahnung, was damit passiert ist. Na gut, ich hätte gern Graveyard-Soil. Und Scorched Bricks. Da brauchten wir Clay für, oder? Clay. Ein Clay. In so ein Ding. Ah, was war ein Brick, den wir reintun mussten, ne? Ja. Haben wir noch Bricks? Jo, haben wir. So. Brick. Brick da rein. Du oben drauf. Warten. Ding. Hä? Scorched Bricks. Scorched Bricks. Willst du mich veräppeln? Gibt's mehrere davon? Achso, vielleicht muss ich sie selber herstellen. Na? Jetzt zufrieden? Ja. Okay. Wir können wieder auswählen, wieder Graveyard Soil oder mehr Scorched Bricks. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es das Richtige ist. Graveyard, da. Heilt Untote. Wie stellt man das her? Ganz einfach. Okay, es wird nicht das sein, was ich dachte. Gut, dann gib mir halt die Scorch Bricks. So, Claim Reward. Stahlrüstung. Ich glaube, wir haben nicht so viel Stahl. Deep Tank Controller. Mal gucken. Deep Tank Z. Das ist mal einfach. Claim Reward. Ganz viele Reward Bags zum Aufmachen gleich. Sehr schön. Steam Room. Steam Turbines. Turbine Housing. Ah. Das sind die Dinge, die man neben einen Reaktor stellt. Mal gucken, wie leicht man die herstellen kann. Turbine. Brauchen bestimmt auch ganz viel Stahl. Turbine Hauch. Oh, okay. Wir brauchen schon mal Graphit und Cyanid. Und Stahl. Ja, nee. Die Quests lassen wir jetzt mal aus. Genauso wie die da. So, was haben wir noch? Wir müssen noch Zombies töten. Wir müssen noch einen Autobrewer herstellen. Erstmal brauchen wir wahrscheinlich einen Brewing Stamp dafür. Wir haben kein Blaze Rod. Aber wir haben schon Blaze eingefangen, oder? Safari? Enderman? Imp? Nee. Oh, okay. Das sollten wir demnächst tun. Bau bitte ein Safari-Netz. Dann müssen wir jetzt doch in Nether. Und im Nether... Weg mit dir, weg mit dir. Und im Nether suchen wir dann einen Blaze und fangen ihn ein. Aber vorher Päckchen aufmachen. Also, bam. Bam. Oh. Lamp of Growth. Das ist gut. Da ich ja ungerne mit Magie arbeite. Es ist praktisch, wenn man Sachen geschenkt bekommt, die man nur... So war das nicht geplant. Funktionierst du? Ich wollte das eigentlich oben drauf bappen. So, also Sprinkler da. Dann hätte ich gerne hier drauf einen Block. Genau. Und da die Lamp of Growth. Geht nicht. Okay, man darf sie also nicht in der Luft fliegend haben. Das ist schick. So. Vielleicht hilft das ja ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas zu machen muss, weil wie gesagt, es ist Magie. Nicht so mein Ding.
Aber es wird nicht schaden. Und den Rest können wir eigentlich trashen. Das da ist einfach nur ein Krug aus Gold und wir haben genug Gold. Und Mutton Jerky ist vielleicht mal eine gute Abwechslung zu Toastbrot, aber sonst nicht wirklich toll. So, jetzt fangen wir uns ein Blaze. Swoosh. Und wenn wir unterwegs irgendwo Redstone sehen, können wir es auch noch mitnehmen. Schaden tut's nicht. So, Blaze Fortress da lang. Guck. Bin definitiv schneller. Viel schneller. Nennt mich Superman. Superman fliegt gleich gegen eine Wand. Da. Ja, hier schaut gut aus. So, Mac-Picking den dritten. Wie jetzt? Hier? Okay, muss ich gleich mal gucken. Oh, wo ich den Crook gerade dabei habe. Teste doch mal, ob wirklich da Redstone rauskommt. Bei den Kommentaren wurde geschrieben, du stehst auf dem richtigen Baum. Also als wir, ne, letztes Mal am Liter waren. Du stehst auf dem richtigen Baum, du musst nur hier das Zeug abbauen. Ah, stimmt, das kommt wirklich raus. Und schon kaputt. Aber es kommt halt nicht bei jedem raus. Und auch nur mit dem Crook. Also wenn man es normal abbaut, mit einem Silkworm, wie sich das gehört, kommt nichts bei raus. Ja, schade. So, hier in der Nähe. Oh. Ja, tue ich auch. Ich hatte hier aufgeschrieben, dass hier eine Netherfestung ist. Warum? Das war bestimmt unterirdisch nur so ein kleiner Zipfel von der Netherfestung. Ah ja, da hinten. Okay, aber erstmal hätte ich noch gerne hier. So. So. Das lohnt sich nämlich richtig, die mitzunehmen. Und hier. Wir hatten sogar schon einen Spawner gesehen, glaube ich, hier. Oh, hier. Okay, komm her. Spawn schneller. Kriegst doch einen Silkworm. Ding. Brauchen wir noch... Oh komm, bauen wir ein paar Netherbricks ab. Schaden tut's. Oh, hallo. Ja. One-Hit kaputt. Oh, du kommst mit. Also, wir haben unseren Blaze. Das ist schon mal gut. Und wir haben ein Blaze-Rod, um schon mal einen Brewing-Stand zu bauen, ohne uns einen Kopf machen zu müssen. Und ihr kommt auch mal alle mit. Ding. Wir schauen noch mal kurz ein bisschen hier drin um, aber dann können wir auch gleich nach Hause. Kiste. Ich hätte noch ein Safari-Netz mitnehmen sollen für die Wither-Skelette. Genau für euch. Diamantrüstung, Sattel, Goldrüstung. Ja, komm. Kann man zerschreddern, aber wir brauchen die Ressourcen nicht wirklich. Dich mache ich kaputt, damit ich nicht später wieder herkomme und sage, oh, da ist eine Kiste. Dann ist sie leer. Das ist doof. Was hast du Schönes? Eine Eisenrüstung und noch ein Sattel. Die haben es irgendwie mit Sättel und Pferdezeug hier im Nether. Ich habe auch keine Ahnung warum. Oh. Okay. Lalala. Ich wollte eigentlich noch einen schnellen Ausgang nach Hause finden, aber dann fliege ich halt normal. Da, da. Hier rum. Runter. Bist du stinkig? Nein. Oh, kriegst mich nicht. Ah, draußen. Au. Bin da, glaube ich, in die... Hey. In die Wand reingeflogen. Und die Rüstung ist super. Ich habe gerade null Schaden bekommen von einem Angriff. Oder ein halbes Herz und es hat instant regeneriert. Das ist schon schick. So, fetzen wir mal in Richtung nach Hause und gucken, ob noch irgendwo Redstone ist.
huscht alles viel zu schnell vorbei. So, da runter. Klick. So, wir könnten jetzt versuchen. Oh, was zur Hölle? Warum bin ich? Ah. Bin irgendwie hier drin aufgetaucht. Sehr komisch. Wir könnten jetzt versuchen, oben bei dem Autospawner das Ender-Ding zu ersetzen durch Blazes. Problem. Die Blazes werden in dem ganzen Raum hin und her fliegen und werden nicht unbedingt da unten hinkommen. Also irgendwann werden sie da unten hinkommen, aber bis dahin blockieren sie alle Spawnpunkte. Das ist nicht so schön. Also wir bräuchten eigentlich hier unten wirklich einen extra Raum oder dergleichen. Naja, mir ist erstmal wichtig, wir haben den einen Blaze Rod und können damit den Brewing Stand bauen. Brewing Stand, so. Du, da, Brewing Stand. Rein mit dir. Autobrewer. Was brauchst du noch? Fluid Ducts. Ernsthaft? Okay, rein damit. Redstone Repeater. Zwei Stück, rein damit. Autobrewer. Rein damit. Und wir hätten gerne dich. Was? Claim Reward. Achso, muss im Inventar sein, oder wie? Auto. Hallo? Okay.